Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Beim letzten Mal bin ich hier stehen geblieben, als ich gerade dabei war, den ganzen Kram hier zu befreien. Da machen wir auch weiter. Es macht mir auch gerade richtig Spaß, deswegen ich kann mich nicht losreißen davon. Ich muss das einfach machen. Achso. Ja. Wir machen grandioserweise, wie gesagt, hier weiter. Und befreien jetzt den nächsten Bereich komplett. Und ich würde sagen, ich versuche mal gerade richtig Tempo reinzulegen, damit ich das ganze Let's Play in unter 100 Folgen vielleicht noch beenden kann und darf. Ne? Zwar wird es nichts mehr vor Ende des letzten Jahres, wie ich ja selber merke. Ist ja klar. Also ist es nichts mehr geworden, besser gesagt. Aber immerhin, ja. Kann und darf ich mir doch den Spaß noch machen. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Okay. Wo ist denn das? Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. So. Perfekt. Mit uns. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Einmal das Tonband und einmal die Flagge hissen. Grandios. Akku Sperantia. Die Stadt haben wir befreit gerade. Garage in diesem Bereich haben wir erhalten. Und ja, 2 von 5 Ansiedlungen befreit. Ganz viele Quests quasi auch freigeschaltet, also Herausforderungen. Das ist doch grandios. So. Das sieht mir aus wie irgendwas Interessantes.
Und ja, hier ist sogar auch noch was Interessantes. Das heißt, die beiden Sachen befreien wir mal im Schnelldurchlauf. Brüder und Schwestern, Arcus Berantia hat den Truppen von General Di Ravello gerade Arrivederci gesagt. Rico und die Rebellen haben es wieder mal geschafft. Alle Einheiten hierher. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Okay. Fertig befreit. Einen schönen Abgang gemacht noch und 3 von 5 Anbietern befreit. Grandios. Dann schießen wir mal hier hinten drauf, auf den Glück. Da ist nichts, da war nichts und da bleibt auch nichts. Dann ist das hier grandioserweise einfach auch nichts. Gut, dann... Ah, dann sehe ich schon, was bleibt. Diese grandiose Insel hier, die müssen wir als erstes machen. Weil am weitesten weg. Und dann kommt der Hauptstützpunkt, der dann ja dementsprechend mitten hier drinnen liegt. Okay. Das ist doch wenigstens etwas, wo wir uns freuen können, dass wir es wissen, wo wir hin müssen. Na? Gut. Sie befinden sich... Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Halt einfach drauf, Leute. Der nächste, bitte. Fertig. Oder? Sicherheitskräfte sind unterwegs zu euch. Oh, habt ihr gesehen, wie das wie ein Stein runtergegangen ist? Oh! Grandios! Vielen herzlichen Dank! Ihr habt die Arbeit für mich hier übernommen. Und das Schöne ist, ich bin zwar gerade draufgegangen, aber Achtung! Ihr spart mir dadurch die Animation. Mehr auch nicht. Grandios. Okay, und so habt ihr jetzt herausgefunden, wie man einen Turm sofort zerstört. Einfach leicht gegen dodgen mit seinem Körper. Oh, Moment. Noch nicht abheben. Erstmal nochmal Leuchtfeuer auffüllen. Grandios. Und jetzt geht's zur eigentlichen Hauptattraktion. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch massig Zeit.
Eingreiftrupp nähert sich eurer Position. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Schockierend. Okay. Sodele. Okay, habe ich so zwar nicht gefühlt, aber ist ja in Ordnung. Mach das mal ruhig, Spiel. Ey, ich krieg's doch kotzen. Kann doch nicht angehen. Okay, ich mache mal ganz kurz einen Break und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Tür steht offen, das heißt, wir dürfen rein. Und für mich heißt das... Genau, richtig erkannt. Verkabelung nochmal neu ziehen. Na komm. Hier kommt die Kavallerie. Tja, diese Typen lernen es nie.
Sag mal. Okay. Da habe ich mich jetzt selber reingeritten. Aber gut, wir haben wieder einiges beiseite geräumt. Und ich werde einfach nicht schneller bei dieser Befreiung von dieser Art von Basis. Es ist einfach nur unfassbar. Und die Ladezeiten, sie sind unfassbar lang. Ich glaube, ich versuche demnächst mal, wenn eine Ladezeit ist, das komplett rauszukarten. Also sprich, dann einfach auf Pause zu schalten. Hier wohl nicht. Sie befinden sich in einer Sperrzone. So. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Okay, das war sehr interessant, was auch immer gerade da passiert ist. Ich weiß es nämlich nicht. Aber gut. Gut erkannt, runter kommst du auch immer. Alter! Na, was zum Teufel? Was war das denn bestimmt für ein grandioser Schuss, der nicht von mir kam? Ist auch nicht zu fassen, ey. Ich will doch nur das gerade befreit haben. Meine Güte. Ich habe den anderen Kram super schnell befreit. Und dann sowas. So. Autsch. Autsch. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Okay, ich guck mal gerade. Ich bin schon mal auf der Autsch relativ richtigen Seite. Out. Aha, Mann. So. Aua. Nicht mich. Gottes Willen.
Ausfall. So. Sehr gut. Was zum Teufel? Aha, interessant. Der überlebt einfach mal 3 Sniperkugeln. Mach ruhig. So. Gut, und jetzt noch der letzte Gaskanister. Der muss irgendwo da sein. Gut, gut. Wir haben es kantonweise befreit. Sehr schön. Also, Urga Rak, Rasek, so heißt das glaube ich eher, haben wir gerade freigeschaltet und, boah, Stuntwahnsinn 1, Risikoflug, die Herausforderungen alle freigeschaltet, halt 5 von 5 Ansiedlungen befreit, 6 von 5 Provinzen befreit, die Ravello verliert die Kontrolle über diese Region, boah, und dann ist grandioserweise hier das nächste. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir doch auch direkt noch ganz kurz an. Von Medici hat unser Anführer beschlossen, die Basis komplett zu entsorgen. Gute Arbeit, Mitglieder des Ministeriums zur Verbesserung der Infrastruktur. Ihr habt einen Lauf. Viva Medici. Legen wir los.
Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Mal gucken. Zielgebiet. Okay. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Wir können ihn nicht ewig suchen. Zurück auf eure Posten. Lustiges Wackelkopfschießen macht immer Spaß. Er ist verwundet. Ja, kein Wunder, wenn du auf mich schießt. Dann ist ja klar, dass ich verwundet bin. Blaukopf. Also wirklich. Oh, er ist verwundet. Welcher Wunder. Ich habe ihn getroffen, er ist verwundet. Nein, aber Spaß beiseite, das ist halt schon irgendwie irritierend. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole, Helikopter am Anflug. Da ist es. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Sebastiano Di Ravello. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Okay. Das kommt doch gut. Da haben wir das geschafft hier in dem Bad. Part, meine ich. Garage. 3 von 5 Ansiedlungen befreit. 3 von 5? Ach, wir haben tatsächlich interessanterweise schon hier ein paar. Das ist ja prima, da brauchen wir eigentlich nur noch das und das, ne? Ja gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir eine Schnellreise hier hin. Ich hole mir das Sammelobjekt. Und dann geht es im nächsten Part genau mit das weiter. Sammelobjekte und Co. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao. Tschüss.